Bevor du deine erste Performance-Max-Kampagne bei Google Ads schaltest, also Kampagne für maximale Performance, solltest du dir diesen Fehler hier angucken, den viele Konten machen. Auch wenn deine Kampagne schon läuft und du wartest auf Ergebnisse, dann schau dir dieses Video an, das wird dir eventuell die Augen öffnen. In diesem Video beschreibe ich Fehler Nummer 1 und nenne dir 10 Regeln, wie du diesen Fehler vermeiden kannst oder mit diesem Fehler umgehen kannst. Und wenn du noch mehr davon sehen möchtest, dann abonniere natürlich unten hier den Kanal. Denn die nächsten Wochen werden noch einige Fehler kommen und einige Videos dazu. Deswegen, da freue ich mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wann ist zu früh bei einer Performance-Max-Kampagne? Das ist der erste große Fehler. Wann ist es zu früh, diese Kampagne überhaupt zu starten? Und was kann ich dagegen tun? 10 Tipps hier heute, 10 kurze, knackige Tipps. Los geht's. Regel Nummer 1 für mich ist, und das war lange die Regel, du brauchst mindestens 60 Conversions in 60 Tagen oder 30 Conversions in 30 Tagen oder wie auch immer, irgendwas in 90 Tagen, damit du das starten darfst. Also es muss Performance da sein. Und ich habe festgestellt, bei zahllosen Account-Auswertungen, da habe ich auch noch weitere Videos, die kann ich hier drunter verlinken, aber schau auch einfach in meinem Kanal nach, da findest du ganz viel zum Thema Performance Max. Ich habe festgestellt, bei vielen Auswertungen, bei vielen Konten, in die ich reingeguckt habe, viele schicken mir ihre Konten zu und sagen, schau da mal rein, auch da bieten wir Möglichkeiten, die wir hier unter dieses Video machen. Jedenfalls habe ich gesehen, es kommt meiner Meinung nach nicht darauf an, wie viel in welchem Zeitraum. Es geht vielmehr darum, kann Google erkennen, ob dein Produkt gut ist, kennt Google deine Produkte und kennt Google eben auch die Käufer für dein Produkt oder für deine Dienstleistung. Wenn das nämlich gegeben ist, dann kann es sogar sein, dass du ein Konto noch nie vorher benutzt hast, noch keine Kampagne benutzt hast und du schaltest die aus dem Kalten und die läuft, die funktioniert und bringt Conversions. Das funktioniert. Aber du solltest dir bei Google immer ein Proof abholen, also ein Beweis, dass Google Ads überhaupt funktionieren. Und das würde ich mit Standardkampagnen, mit Standard-Shopping und mit Standard-Suchnetzwerk-Kampagnen machen. Denn das, und das ist das Witzige, das habe ich mir extra aufgeschrieben, daher kommt ja auch der Name Performance Max. Performance Max bringt die maximale Performance, wenn, und das ist das Wichtige bei Performance Max-Kampagnen, dass du das weißt, genug Daten vorhanden sind, mit denen Google arbeiten kann. Entweder diese Daten sind bei Google oder schon in deinem Account. Eins von beiden funktioniert. Es müssen also nicht unbedingt 60 Conversions in 60 Tagen meiner Meinung nach da sein. Aber das ist natürlich ratsam. Dennoch ist es so, dass wenn Suchnetzwerkkampagnen und Shoppingkampagnen überhaupt nicht gut funktionieren für dich, dann kann die maximale Performance nicht auf einmal maximale Performance bringen. Das geht gar nicht. Und das ist eben wichtig, weil viele Google Ads-Experten oder auch der Google Ads Support, die sagen viel zu schnell, ah ja, hier funktioniert ja gar nichts im Konto, dann mach mal PMAX. Von 0 auf 100 gibt es nicht im Google Ads-Konto. Sei also bitte vorsichtig damit, wann du PMAX einstellst. Ganz wichtig. Du kannst auch gerne deine Daten hier unten, also anonymisiert posten und sagen, ey, ich habe so und so viele Conversions und der Google Ads Support empfiehlt mir oder Agentur XY empfiehlt mir, sag nicht den Namen der Agentur. Und dann kann ich hier drunter schreiben oder jemand anders, ja, mach Performance Max, probier das aus. Am wichtigsten ist übrigens dein Produkt, deine Dienstleistung. Die ist sehr wichtig zu wissen, weil daran kann ich oft sehen, oh, Google kann damit gar nichts anfangen im deutschen Sprachraum. Da muss man gegebenenfalls sogar sehr viele Daten mitbringen. Oder da habe ich schon viele Performance-Max-Kampagnen gesehen, die direkt funktioniert haben. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, das ist ganz wichtig. Bei einem von 100 Konten, bei einem von 20 Konten, die genaue Zahl weiß ich nicht, weil ich habe noch nicht alle Google-Ads-Konten da draußen gesehen. Ich hoffe, irgendwann wird das so sein. Spaß, wird nicht funktionieren. Aber es ist wirklich so, es gibt auch mal das eine Konto, das außer Reihe fällt. Da funktioniert weder Suche noch funktioniert Shopping. Und trotzdem macht man PMAX an und es ist das Einzige, was irgendwie funktioniert. Meiner Meinung nach sind aber diese Beispiele nicht so gute Beispiele, weil das sind dann oft Beispiele, die könnten deutlich besser funktionieren, wenn der Shop deutlich optimierter wäre. Da sind wir auch gleich beim nächsten Tipp. Aber es kann manchmal passieren, dass man bei PMAX durch den Algorithmus das kompensiert, was man im Shop nicht gut optimiert hat. Und es dann schon auch funktioniert und dann die Kunden auch mit den Ads zufrieden sind, das kann funktionieren. Aber das würde ich nur tun, wenn ich Standardkampagnen dann wirklich getestet habe oder eben die Shoppingkampagnen. Und man kann nicht so viele Negativ-Keywords ausschließen, weil der Markt dort zu groß ist, wie auch immer. Und dann würde ich, bevor ich sage, ich schieße Google Ads komplett in den Wind, würde ich doch versuchen, PMAX zu starten mit einem angemessenen Budget von mindestens, ja, um die
das kommt aber komplett aufs Produkt an, 20, 30 Euro am Tag, aber am besten mehr. Und dann sagen, ey, dann testet man das 2-3 Wochen. Wenn aber nach 2-3 Wochen nichts funktioniert, dafür habe ich nachher noch einen Tipp, bitte sehr, sehr vorsichtig damit sein. Es muss dann schon sich ein bisschen was im Google Ads Konto bewegen. Regel Nummer 2, die Conversion Rate auf einer Website muss stimmen. Also geh auf jeden Fall mal in deinen Shop rein. Ich denke, das weißt du auch, wie die Conversion Rate da so ist, aber manche wissen das nicht. Die gucken nicht an, wie über das Suchnetzwerk, also das, wo du nichts bezahlst, wie da die Conversion Rate ist. Und wenn du jetzt sagst, ey, der Shop ist seit gestern online, ja, dann warte 2 Monate oder warte erstmal ab, bis da Leute sind, über welche Quelle auch immer, über Offline, über SEO, also über die Suchmaschine, unbezahlt, reich sozusagen deine Seite in der Suchkonsole ein und sorg dafür, dass so schnell wie möglich Leute kommen, über relativ relevante Keywords, weil bei Google Ads sind die Keywords oft auch nur relativ relevant, vor allen Dingen in Performance Max in den ersten 6 Wochen, wo die Kampagne lernt. Und dann schau dir an, wie ist die Conversion Rate bei Kunden, die nicht über Google kommen. Ist die 1% und das ist nicht genug? Ja, dann solltest du bei Google Ads auch nicht viel mehr erwarten und dann solltest du, bevor du PMax schaltest, weil andere Sachen nicht funktioniert haben, erstmal den Shop so auf Vordermann bringen, dass du 2-3% Conversion Rate hast oder so, dass du mit der Conversion Rate und dem Warenkorbwert zusammen kombiniert sozusagen, dass du in der Kombination, also mit der Performance, überhaupt eine performante Performance Max schalten kannst. Weil wenn du jetzt Standardkampagnen hast und da ist die Conversion Rate 0,5%, dann erwarte bitte keine 3% von einer Performance Max, sondern was passieren könnte ist, du hast jetzt schon 2,5% Conversion Rate, schaltest eine PMax, dann ist realistisch, dass du dann ein paar Prozentpunkte mehr hast, aber halt nicht skyrocket, okay? Also bitte hier ein bisschen konservativer denken und nicht einfach zack, bumm, machen wir an, die Conversion Rate auf einer Website muss stimmen. Willst du mir hier widersprechen? Kommentier das hier drunter und sag, ey Malte, hast du nicht ganz durchdacht. Es gibt ja auch Ausnahmen, gebe ich ja auch zu, Services, wo eine ganz kleine Conversion Rate da ist. Jeder Lead ist 20.000 Euro wert und dann reicht es, wenn da einer im Monat kommt. Aber da kann ich auch gleich hier sagen, ey, warum nicht einfach so Netzwerkkampagnen auf die High-Profit-Keywords schalten? Aber ja gut, ihr wollt PMax machen, also nächste Regel. Bevor ich dir das zeige, was ich dir hier erkläre, ganz kurze Werbung an der Stelle für unsere Kurse. Geh in unser kostenloses Durchstarter-Paket hier rein und du bekommst immerhin ein Video noch freigeschaltet, das super wichtig ist, aus unserem großen Kurs hier, die Performance Max auswerten. Hier haben wir 1,5 Stunden Videomaterial zum Thema PMax auswerten. Das ist aber unser Shopping-Kurs. Aber das Video habe ich hier kostenlos für dich freigeschaltet. Hier kannst du es dann finden in unserer Durchstarter-Lounge und dann kannst du dir alles zum Thema Geburtsstrategie anschauen. Wenn du allerdings Mitglied bei uns bist auf der Plattform, dann kannst du bis zu 2x die Woche in Livestream reinkommen und kannst da deine Fragen zum Thema Performance Max stellen. So, jetzt zum Thema Keywords hier. Wenn ich hier die Keywords sehe und die sind komplett irrelevant in den ersten paar Wochen, dann kann Google dein Produkt nicht verstehen. Ich hatte hier echt schon, da haben wir auf Services mit PMax geboten. Google hat den Standort gesehen und hat auf ein komplett anderes Business geboten. Einfach weil Google den Standort als so wichtig gesehen hat. Und da wurde komplett auf eine ganz andere Branche wurde hier. Da wurde stellt euch einen Friseur vor oder einen, sagen wir mal, einen Pizzaladen. Und ich war aber daneben mit dem Standort, ne? Also ich tue jetzt so, als wäre ich sozusagen der Kunde. Ich war daneben mit dem Standort mit einem Geräte-Technik-Shop, ja? Und auf einmal wurde ich auf Pizza hier ausgespielt. Also hier können die wirresten Dinge passieren. Das findest du hier unter PMax und an Statistiken. Also schau hier unbedingt rein. Guck hier nach, welche Suchkategorien hier sind. Klappt die aus? Schau, ob hier Conversions sind. Und wenn das komisch ist, dann solltest du vielleicht wieder zu Suchnetzwerkkampagnen und Shoppingkampagnen gehen, wo man übrigens auch Spam ausschalten kann durch Spam Protection Tools. Habe ich gerade selber erst in letzter Zeit gelernt, dass das bei PMax deutlich schwieriger ist. Also hier auf jeden Fall nachschauen. Da hat man mehr Hebel, hat mehr Learnings. Also wenn diese Keywords hier nicht stimmen, dann ist es gegebenenfalls viel zu früh. Dein Konto hat noch zu wenig Learnings. Also das hier ist ein Indikator, dass nicht genug Daten da sind, wenn die Keywords hier schlecht sind. Sind die Keywords allerdings alle gut, dann geh mal nochmal einen Schritt zurück. Spul einfach mal dieses Tape hier 3 Minuten zurück und guck dir nochmal meinen Tipp zum Thema Conversion Rate an, weil dann ist Google nicht schuld, sondern leider du. Ich will dir jetzt keinen Vorwurf machen, sonst machst du das Video aus und sagst, Malte ist ein Penner. Bin ich nicht, deswegen sage ich, dein Shop ist schuld, Shopify, whatever. Regel Nummer 4, wenn du 2 bis 4 Wochen auf Conversions wartest, ne? So, weil du kannst jetzt denken, hey, ich bin schon ready, ich habe voll viele Conversions im Konto, wie auch immer. Dann machst du PMax an und nach 2, 4 Wochen kommen noch nicht viel und du denkst dir aber, die Lernphase, das sind ja 6 Wochen.
Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, die Conversions gehen sofort steady los. Und normalerweise hat man sogar nach 3-4 Monaten in vielen Accounts sogar das, was man im ersten Monat schon an Conversions in der Lernphase hatte. Da habe ich sogar Videos, wo ich viele Accounts auswerte. Es kann sein, dass wenn man 1 Million Accounts auswertet, dass die Datenlage dann ein bisschen anders ist. Ich habe es bei wie viele Accounts? Ich glaube, es waren 120 Accounts oder so. Und meine Erfahrung ist jedenfalls, wenn es im vierten oder wenn es im ersten Monat schon gut läuft, in den ersten 2 Wochen muss es gut laufen, meiner Meinung nach, damit es dann im Monat 4 gut läuft. Es ist ganz selten, dass es am Anfang überhaupt nichts geht und dann geht es auf einmal richtig los. Meistens geht es so oder es geht so, aber dann ist da schon ein bisschen was am Anfang, ne? Dann schwimmt da schon so ein kleiner Fisch, das ist die kleine Conversion und dann wird daraus ein großer Fisch. Okay, aber es muss irgendwas da sein. Und viele sind dann so, das läuft erst seit 2 Wochen, Google sagt, da müssen Learnings her. Die ersten 2 Wochen müssen da Conversions reinkommen. Oder 3 Wochen, wenn nach 3 Wochen nichts kommt. Kann jetzt sein, dass du ganz komplexe Stühle verkaufst. Ja, okay, wo man den Stuhl, wo man drauf wippen kann und das Produkt erklären muss. Ja gut, 3 Wochen. Dann müssen da Kunden sagen, jetzt kaufe ich auch. Wenn dann der Shop nicht irgendwie wenigstens eine Korrelation mit den Google Ads aufzeigt, dass da mehr Verkäufe kommen, weil man kann ja auch heutzutage nicht mehr alles tracken, mach das Ding wieder aus. Boah, ich habe jetzt schon 10 Minuten gequasselt und wir sind erst bei Regel Nummer 4. Also ich reiß mich jetzt zusammen, es geht hier Schlag auf Schlag weiter. Dafür gibst du auch unten bitte ein Like und es geht weiter mit dem nächsten Tipp, Regel Nummer 5. Wenn du kein angemessenes Budget für eine PMax hast, versuch es nicht verzweifelt weiter. Angemessenes Budget ist relativ. Ich habe schon PMax gesehen mit 10, 20 Euro am Tag, die haben einigermaßen funktioniert. Das ist niemals am Optimum, weil die Lerndaten nicht ausreichen. Aber schau, ob Google sagt, das Budget ist beschränkt. Wenn das Budget dauerhaft beschränkt ist und du bekommst keine guten Daten, dann musst du dir Gedanken machen, ob du nicht wieder zurück zu den anderen Kampagnen gehst. Also die Kombination, Google sagt dir das und gibt diese rote Warnung, plus es kommen nicht genug Conversions, hier bitte echt vorsichtig sein. Und wenn das auch noch in Kombination auftritt, dass diese rote Warnung kommt mit nicht so guten Keywords, nee, dann bist du nicht ready für Performance Max. Regel Nummer 6. Wenn das Budget ausgeschöpft ist, nehmt Produkte und Leistungen raus. Ja, du siehst zum Beispiel, ey, du hast 500 Produkte, tust alle in eine PMax rein, die Conversions kommen eh nur über 9 bis 10 Produkte oder 20 Produkte. Dann nimm Produkte raus, nimm gegebenenfalls die Produkte nur rein, die einen guten ROAS haben und lass dann die PMax weiterlaufen. Und tu das vor allen Dingen relativ am Anfang und nicht irgendwie, wenn gerade 6 Wochen gelernt sind und dann nimmst du da Produkte raus, wäre relativ doof. Also bitte am besten für alle, die jetzt noch keine PMax gestartet haben, pack nicht alle Produkte rein, kleines Budget von irgendwie 50 Euro am Tag, wenn du da 500 Produkte hast. Wenn du 500 Produkte hast, kannst du wahrscheinlich ein Budget von 500 Euro am Tag da reintun und das wird aufgebraucht. Also wenn du da irgendwie 10 Produkte hast, 50 Euro, ne? Aber hier bitte immer rantasten und gucken, ob Google Warnungen rausgibt, aber nimm am besten Produkte raus, wenn du sagst, ey, wir haben hier ein begrenztes Budget. Wenn du einen riesen Shop hast und willst wissen, was geht, ja, dann mach 1000 Euro am Tag für die PMax und eben 500 Produkte in den Topf, dann geht das auch, dann brauchst du keine Produkte rausnehmen. Vielleicht aber trotzdem, weil es Produkte gibt, auf die du nicht so eine gute Marge hast. Ich habe mich tatsächlich verzählt bei den Regeln, ne? Jetzt muss ich hier alles ummodeln. Bitte nimm es mir nicht übel, wir überspringen diese Regel, damit ich trotzdem dieses Video mit 10 Regeln nennen kann und mein Intro noch stimmt. Tu so, als hätte ich gerade was Sinnvolles gesagt. Gib mir trotzdem einen Daumen hoch und wir machen weiter mit Regel Nummer 8. Prüf die Ergebnisse mit dem Skript. Das stelle ich auch bei YouTube vor. Das findest du hier unten. Performance Max Skript oder einfach Performance Max Skript Malte eingeben. Es gibt ein tolles Skript, das stelle ich euch da vor. Und mit dem könnt ihr die Ergebnisse auch noch prüfen. Da könnt ihr vor allen Dingen schauen, wo spielt Performance Max aus? Seid ihr damit zufrieden? Welche Asset-Gruppen funktionieren? Welche Produkte funktionieren? Obwohl, das kann man noch nicht so gut auswerten, aber prüft auch die Ergebnisse mit dem Skript von Tag 1, weil da seht ihr nochmal mehr Daten als nur in den Statistiken von PMax. Regel Nummer 9. Fangt harmlos an mit der Geburtsstrategie. Die Geburtsstrategie findet ihr in den Einstellungen hier und dann habt ihr hier unten die Geburtseinstellungen, so. Dass man hier zum Beispiel sagt, wir wollen den Conversion-Wert maximieren. Und das ist für den Algorithmus ziemlich straff gesetzt. Wenn man hier zum Beispiel irgendwas mit, manche machen hier 700 rein oder irgendwas, was Google Ads empfiehlt, bitte mit den Empfehlungen extrem vorsichtig sein. Das sollte nicht zu hoch gesteckt sein. In der Tat ist es so, dass bei neuen Performance-Max-Kampagnen sollte man hier Ziel-CPA auch auslassen, sondern nur auf Conversions gehen. Kauf-Conversions, dass wirklich jemand gekauft hat. Oder angefragt bei Service-Dienstleistungen. Ich bin kein Profi für Services, ich bin mehr Profi für Produkte. Aber trotzdem,
auch bei Services sollte es so sein, dass es schon eine Hard-Conversion sein sollte. Also da sollte auch wirklich ein Lead entstanden sein. Wenigstens ein Lead entstanden. Ein Lead ist ja immer noch kein Kunde, ne? Also bitte auch hier vorsichtig sein. Es geht hier um Lead oder eben um einen Kauf. Kauf kann auch zurückgegeben werden, nicht? Genau, also das ist Regel Nummer 9. Überfordert den Algorithmus nicht gleich am Anfang. Wenn ihr eh schon ein bisschen zu wenig Daten im Konto habt, dann ist das hier fatal. Dann kann man eigentlich nur hiermit arbeiten. Wenn du jetzt sagst, ey, Kontodaten sind ultra krass, auch hier gibt es wieder 1 von 20 Konten oder in dem Fall würde ich sogar sagen 1 von 10 Konten oder sogar mehr. Da könnt ihr sagen, ey, ihr seid euch so sicher, ihr macht da 500 Verkäufe am Tag. Ja, okay, packt da ein Conversion Rate rein, mach es doch, tu das. Aber viele Konten, und da würde ich sagen, 80% von euch haben eben nicht 500 Conversions am Tag, also sollten hier so anfangen, damit der Algorithmus genug Daten bekommt. Regel Nummer 10, nur weil Google sagt, dass das jetzt gut wird und die Performance Max gut funktionieren wird, besser als Standardkampagnen, verlasst euch da nicht drauf, probiert Standardkampagnen immer noch mal aus, also die ganz normalen Suchnetzwerkkampagnen, die müssen auch irgendwie funktionieren. Es gibt Produkte, wo es sehr schwierig ist, ja, gebe ich zu, okay, ich höre jetzt auf, in die Hände zu klatschen. Es gibt Produkte, da ist es schwierig, es gibt auch Dienstleistungen, da ist das schwierig. Aber in der Regel sollten auch immer so Netzwerkkampagnen funktionieren. Und in der Regel sollten auch immer normale Shoppingkampagnen funktionieren. Das bedeutet, wenn die nicht funktionieren und Google sagt, ja, mach doch einfach PMax oder irgendeine Agentur sagt, ja, wir machen jetzt sofort PMax, seid damit vorsichtig, holt euch noch eine andere Meinung zu PMax, ob das nur die Faulheit der Agentur ist. Ich muss dazu sagen, auch meine Agentur macht manchmal direkt PMax, wenn wir sagen, ey, bei dem Produkt muss das besser funktionieren als bei Standard Shopping, aber never stop learning. Versuche auch immer zu testen, ob du PMax-Ergebnisse schlagen kannst, obwohl das sehr schwierig ist, weil man Produkte die gleichen oft schwer in Standard-Shopping und in PMax. Also da gibt es noch ein ganzes Universum, das sich auffrisst wie so ein schwarzes Loch. Und wenn du einfach nochmal eine Meinung haben willst, dann komm in unseren Livestream. Wir haben immer einen Livestream für unsere Premium-Mitglieder und dann kannst du dort deine PMax-Fragen stellen. Und wir können dir sagen, ey, starte es sofort oder sei vorsichtig und geh erstmal zu Standard-Kampagnen. Boah, so viel, ich weiß, aber viele starten PMax-Kampagnen zu früh. Und das will ich einfach, dass du das vermeidest. Und ich hoffe, du weißt jetzt alles zu diesem Thema. Wenn du irgendwelche weiteren Fragen hast, kommentiere die hier drunter oder kontaktiere mich in unserer Kanalinfo oder hier drunter wirst du auf jeden Fall Möglichkeiten finden, mich zu kontaktieren. Und ich sage nur, viel Erfolg mit deinen Performance-Max-Kampagnen. Sei beim nächsten Video dabei und abonniere diesen Kanal. Bis dann, dein Malte Helmholtz.